DB Engineering und Consulting bietet ihren Kunden in aller Welt technisch hochwertige und maßgeschneiderte Infrastruktur-, Mobilitäts- und Transportlösungen. Das Ingenieurforum ist seit 2012 die zentrale Netzwerkveranstaltung der Bahntochter. In Darmstadt tauschen sich rund 450 Projektleiter und Fachexperten aus allen Regionen und Standorten weltweit zu den neuesten Entwicklungen aus. Das Ingenieurforum ist jedes Jahr wieder eine ganz tolle Möglichkeit für uns, ungefähr 10% unserer gesamten Mannschaft damit vertraut zu machen, was wir mit dem Unternehmen vorhaben, wo die technologische Entwicklung hingeht, was wir an Neuigkeiten haben und was wir auch von den Menschen wollen, wo wir sie hinführen wollen, was das Ziel für uns ist. Das Motto des Forums lautet Digitalisierung. Und Digitalisierung präsentiert sich bei DB Engineering und Consulting in einer beeindruckenden Bandbreite. Dieses Gerät zum Beispiel ist nicht etwa ein innovativer Rollator mit eingebautem Tablet, sondern ein ziemlich tiefgründiger Hightech-Messapparat. Es ist ein sogenanntes Georadargerät und wir sind sozusagen im Einsatz unter anderem für die Deutsche Bahn, um den Untergrund zu erkunden. Das heißt, wir schauen mit diesem Verfahren ungefähr bis zu 4 Meter tief in den Untergrund und finden dort Kabel, Schadstellen, wir sehen die Schichtgrenzen. Nicht aus der Tiefe, sondern im Gegenteil, von ganz oben schickt dieser Multikopter seine digitalen Daten. Er erfasst zum Beispiel potenzielle Bauprojekte aus der Luft. Mittels dieses Multikopters fotografieren wir praktisch aus der Vogelperspektive die Topografie. Und aus diesen Daten werden dann spezielle Fotos generiert, werden Geländemodelle erstellt, die dann wiederum in die Planungsgewerke gehen und dort weiterverarbeitet werden. Ein beherrschendes Thema ist erneut das Building Information Modeling, kurz BIM. Diese Methodik gibt den Ingenieuren Werkzeuge für den Entwurf, eine effiziente Planung und Konstruktion sowie die Verwaltung von Gebäuden und Infrastruktur an die Hand. Im BIM Lab testen die Session-Teilnehmer, wie das digitale Planen und Bauen der Zukunft bei der DB umgesetzt wird. Ein Meilenstein ist das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8. Die modernste Hochgeschwindigkeitsstrecke Europas zwischen München und Berlin mit seinen spektakulären Ingenieurbauwerken und der digitalen Signaltechnik ETCS geht Ende 2017 komplett ans Netz. Eine der großen Herausforderungen, die ich für die Zukunft sehe, ist die Zusammenarbeit zwischen unseren erfahrenen, vor allen Dingen Planungs-, aber auch Bauüberwachungskollegen mit den nachrückenden jungen Kollegen, die sehr viel Wissen über diese modernen Tools, über moderne Werkzeuge mitbringen, diese Zusammenarbeit weiter zu stärken, um die Digitalisierung als große Überschrift tatsächlich ins praktische Planungs- und Realisierungsgeschäft zu bringen. Nerds haben Spaß mit Virtual-Reality-Brillen. Ingenieure arbeiten damit. Sie können sich Ihr Gebäudemodell anschauen, Sie können durch die Räume gehen, Sie können über einen Bahnsteig gehen, Sie können schauen, ob die Platzierung der einzelnen Bauteile an der richtigen Stelle stattfinden. Auch die Instandhaltung wird immer digitaler. Davon profitieren auch die Kunden im Ausland. Die Idee ist letztendlich, Infrastruktur und Fahrzeuge mit Sensoren auszustatten. Und von diesen Sensoren werden Informationen zusammengefasst auf eine Plattform, die Diana-Plattform. Und dort können wir dann über Dashboards genau den Zustand der Infrastruktur oder auch der Fahrzeuge dann messen. Und die Kunden sind total begeistert. Ein analoger Erfahrungsaustausch, der sich gelohnt hat. Das Ingenieurforum als Plattform der Eisenbahn für die Welt von morgen hat sich bewährt. Bis zum nächsten Mal also.